Servus Leute und herzlich willkommen hier in Atria. Ja, ich sollte mir auch mal langsam wieder einen neuen Spruch überlegen, was ich sagen kann am Anfang, aber das ist einfach immer so ein Standardspruch und den hat er. Es ist sauschwer, sich den abzugewöhnen. Das glaubt ihr wahrscheinlich gar nicht, aber es ist echt so. Ihr seht an meinem Leben, wir sind gerade noch einem Kampf entkommen. Wir wurden angegriffen, das ist natürlich uncool. Aber egal, was soll's, wir haben immerhin schon 3%. Na okay, 4 wären jetzt nicht schlecht gewesen, aber 3, oh, naja gut, was sollen wir machen? Auf jeden Fall, wir sind auf dem besten Weg, hier Level 100 zu werden. ja, okay. Machen wir uns nichts vor. 100 ist noch ein bisschen weit weg. Aber, wir nähern uns zumindest den 100. Wir entfernen uns nicht mehr. Das ist doch gut. Aber ich würde sagen, wenn wir uns entfernen, dann sind wir noch besser, weil ich meine, wir können uns ja auch in die andere Richtung entfernen, wenn ihr versteht, was ich meine. Hoffe ich mal, dass ihr das versteht. Weil eigentlich kann man es verstehen. Würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, wir haben schon ziemlich viele Yellow Crystals. Und wir haben schon ziemlich viele Flip Pieces wieder. Also wenn man hier ist, ihr Flip aus, warte, Moment. Ihr Flip ist aus, pass auf, dass du nicht stirbst. Okay. Warum ist ihr Flip aus? Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich es geschafft. Ich überlebe immer hier. Y haben wir noch nicht, Y haben wir eh noch nie gesehen so oft. Hebst auf, hebst auf hier. Hier liegt noch ein Y. Ja, sehr schön. Nichts verschwenden ist immer sehr gut. Gut, zack und draufbolzen. Was könnte ich auch mal wieder gebrauchen? Naja, was soll man machen, ne? Ach, sehr fertig. Ach ja. Ja, das ist halt wieder das Einseitige von insgesamt Flip. Das ist ja immer so. Entweder man macht immer irgendwie was Einseitiges. Man kann es zwar immer eine ganz gewisse Zeit machen, aber nach irgendeiner Zeit wird es immer einseitig. Und das ist dann halt ein bisschen schade immer. Aber egal, was soll's. Was soll's, wir hauen uns einfach einen Kuchen rein, dann sind wir auch wieder happy. Und der Kuchen wurde sogar noch nicht mal überdeckt hier mit irgendeinem Schrott, sondern, oder? Nee, Tatsache, wir haben noch ein leeres Feld im Inventar. Ich werde mit euch keine 10 Minuten. Ja, okay, 10 Minuten ist jetzt irgendwie eine schlechte Wette. Die würde ich auch nicht eingehen. Egal, was soll's. 86, noch ein Level, dann können wir endlich die ganzen Quests machen, die wir eigentlich machen wollen. Aber, ja, egal, passt eigentlich. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier so lange auf jeden Fall, wie die Amplis reichen. Weil ich meine, die jetzt zu verschwenden, das wäre echt zu brutal. Und ich verstecke mich jetzt in dem Dino hier. Der ist leider ein bisschen langsamer als ich. Gibt es eigentlich auch Monster, die schneller sind? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt. Weil ich meine, da hat keiner geantwortet. Sonst würde ich ja jetzt es wissen, oder? Also, falls schon jemand geantwortet hat, sorry, dass ich es verpennt habe oder vergessen habe. Aber gibt es Monster, die erheblich schneller sind als die hier? Das würde mich mal interessieren. Weil, ich meine, normalerweise sind Monster immer so ein bisschen lahmer. Aber gibt es Monster, die wirklich mit einem mithalten können, von der Geschwindigkeit, oder sogar schneller sind als man selbst? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir am besten mal in die Kommentare schreiben. Wäre ich sehr dankbar für. Aber wir machen immerhin ganz gut Schaden eigentlich bei den 2-7. Kann man sich echt nicht beschweren. Ich meine, okay, wir haben jetzt auch ziemlich viel an. Aber trotzdem, ich meine, hey, 2-7, was will man mehr so ungefähr? Ich weiß nicht, wie viel ich bei den Mammuts gemacht habe. 115? Ich habe keine Ahnung. Also 115 war auch geraten, ich denke, es war schon ein bisschen mehr, aber trotzdem, keine Ahnung. 5%, Leute, 5%, es geht bergauf. Bam! Und 6%. Ja, es geht eigentlich. Es geht von der Geschwindigkeit eigentlich echt. Vor allem, wenn man überlegt, wie lange ich für ein Prozent brauche da beim Leveln. Zum Beispiel bei diesen hässlichen Bäumen oder so. Dann ist das schon enorm schnell. Und es sind ja auch immerhin nur 91er. Das heißt, 5 Level über mir. Und 5 Level ist jetzt nicht die Menge. Ich meine, ihr habt es ja selbst gesehen. Ich würde 101 oder so gegen die noch ankommen. Müsste dann halt auch eher auf 101 machen. Aber trotzdem würde ich überleben, denke ich mal, mit viel Essen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das wäre halt natürlich nicht mehr ganz im Verhältnis. Aber dafür, finde ich, geht es eigentlich ganz schnell, dass ich die auch alleine platt machen könnte. In der Hinsicht. Hat noch irgendeiner verstanden, was ich sagen will?
Ich habe nämlich selbst am Ende auch ein bisschen gezweifelt, ob ich das überhaupt noch verstehe, aber gut. Ja, immer schön durch die ganzen Steine, damit alle verbuggt. Na gut. Was soll's? Ich leg mal los. Und der da hinten kommt irgendwann dazu, wenn er Lust hat oder auch nicht. Der macht ein bisschen Powerwalk hier. Der hier da hinten, falls er nicht ist, den ich meine. Den da. Du. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man das umstellt, dass ich so... Ah, jetzt ist er da. Jetzt ist er da, jetzt hat er es auch gemerkt. Besser spät als nie, Leute. Sag ich doch immer wieder. Und, mach sie fertig. Gibt's eigentlich in Azir auch aggressive Monster, also... ja, ihr wisst, was ich meine, die roten halt. Oh, guck mal, das ist doch voll in Ordnung, wie schnell. Ich meine, ich bin jetzt echt nicht auf 101 geskillt, aber das geht doch voll. Kommt mit der Geschwindigkeit. Finde ich persönlich, also. Kann ich mich jetzt echt nicht beschweren, dass das zu lahm ist. Oh, schön, ein Moonstone. Das ist natürlich nice. Ach, hier ist es. Klar. Aber wir sind immer noch eins und das ist natürlich schlecht. Na gut. Yukimahara, ja, ja. Yukimahara war auch schon lange nicht mehr on. Muss man auch mal sagen. Yukimahara, wenn du noch meine Flifflets Plays guckst, schreib mir mal wieder. Mensch, wo bist du? Ich glaube, war es nicht so, dass ich irgendwie erheblich drunter war. Also Yukimahara war erst drunter. Und dann hat sie mich ganz schnell überholt. Und irgendwann dann habe ich sie halt wieder überholt, wie man jetzt zum Beispiel hier gut sieht. 58, da bin ich doch schon drüber hinaus. So, und los geht's. Sehr schön, sehr schön. Aber ich denke mal, Hannelore bekommt auch gut ihren Teil hier dazu. Ich weiß nicht genau, wie viel, wie viel Prozent sie bekommt. Aber ich denke mal auch auf jeden Fall ein paar. Kann man sich, denke ich mal, nicht beschweren hier. Denn hier fließen doch einige EP. 24 Minuten halten sie noch. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das heißt, ja, zwei Parts auf jeden Fall noch. Wie viel Yellow Crystal haben wir inzwischen? 64. Ah, das ist eigentlich eine ganz gute Menge. Kann man sich nicht beschweren. Ach, übrigens, Kaosuke kennen vielleicht schon einige von einem anderen Projekt von mir. Nicht nur aus, also gar nichts, hat gar nichts mit Fliff zu tun, sondern von dem Minecraft-Server, den ich als letztes vorgestellt habe. Da hat er mich auch rumgeführt, falls sich noch jemand daran erinnert. Da hieß er auch Kaosuke. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt nur Kaosuke, ich glaube, da hing noch irgendwas dran am Namen und so. Aber auf jeden Fall, daher kennt ihr ihn vielleicht. Ist jetzt kein Zufall, dass sie den gleichen Namen haben oder irgendwie, der hat einen coolen Namen, den nehme ich jetzt auch. Nein, also sind die gleichen Leute, beziehungsweise ist die gleiche Person. So muss man es besser ausdrücken. Wie viel Prozent haben wir inzwischen? 7. Na gut. Langsam und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es überlebt den kalten Winter. Na? Na? Ja, 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 so sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Frage ist, ob wir überleben. Jetzt Winter kommt ja auch bald wieder, beziehungsweise weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht von wegen Wetter, aber ich habe manchmal das Gefühl, der schon lange da. Aber gut, was soll's, was soll man machen, ne? Sommer war irgendwie bei mir jetzt dieses Jahr zack rum, fertig, aber ich, ist eigentlich immer so, ne? Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Wo rennt er hin? Na, ah, Spack. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ah, hier.
Ja, hier sieht es auch ganz gut aus. Die spawnen hier überall die Viecher, aber hier sind halt gerade relativ viele, muss man mal sagen. Gibt es eigentlich ein Maximum an Monstern, die man pullen kann? Ja, okay, ich meine, irgendwann ist die Wiese leer, ne? Na ja, okay, gebe ich zu. Denkt man kann alle pullen, aber irgendwann spawnen halt einfach keine neuen mehr. Aber gibt es irgendwo ein Monster oder so, was, wo das wirklich extrem ist, wo dann wirklich auf einem Flecken extremst viele sind? Also so towermäßig, da sind ja, da hocken die ja alle rum. Gibt es da so einen Mob, der noch extremer ist, oder ist Tower schon so ziemlich das Extremste, was es so gibt? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, damit ihr mal ein bisschen was zu tun bekommt hier, Mensch. Damit ihr nicht wegpennt vom Video. Nein, auf jeden Fall. Damit ihr, ja, würde mich einfach mal interessieren. Deswegen meine ich eigentlich hauptsächlich, dass ihr das mal reinschreiben könnt, weil ich weiß es nicht. Und ihr könnt es vielleicht wissen, und wenn ihr es wisst, könnt ihr eure Wissen teilen. Ja, ja. Weil vielleicht interessiert es auch noch andere. Könnte ich mir vorstellen, zumindest für AOE oder so. Ist natürlich mega praktisch, so Stellen zu kennen. Aber ich meine, wahrscheinlich sind es dann wieder bei irgendwelchen Level 130ern oder was, wo ich dann noch nie hinkomme. Aber kann ja sein, kann ja sein. Fragezeichen? Ein Orikalkum. Fragezeichen. Da liegt ein Orikalkum. So, das war jetzt mein Hinweis. Soll ich die schon machen hier oder was? Ach so, ja, okay, dich meinte ich eigentlich auch gerade gar nicht. Aber egal, passt. So, so schafft man Verwirrung, Leute, so schafft man Verwirrung. Einfach irgendwas schreiben, was dann alle verwirrt. Na gut, so ist es nun mal. So läuft das nun mal. Ich hau schon mal jetzt den Stonehand rein. In der Hoffnung, dass der nicht schon wieder verflogen ist, sag ich jetzt mal. Bis ich hier anfange. Kann aber natürlich immer sehr gut sein. Karawan-Style hier. Nein, 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 bleib doch da! Viecher. Na gut. Sehr schönes Timing. Und ich meine, ich habe immerhin schon 9%, wie ich das hier so richtig sehe. Ja, richtig. Okay, ich meine, so schwer ist es jetzt, das auch nicht so einzuschätzen, aber... Ah, hätten auch 9,5 sein können. Nee, das sieht man natürlich nicht. Aber, ja. Gleich schon wieder 10%. Kann man sich nicht beschweren eigentlich. Zehntel wäre geschafft. Und das doch in einer, ja, für das Level finde ich akzeptablen Zeit. Ich meine, klar gibt es die Leute, die in 2 Tagen auf Level 120 Hero leveln, aber hey, komm. Davon bin ich eben leider weit entfernt. Und kann mich da auch nicht beklagen. Welches Level ist eigentlich im Moment die Party? 29, ja, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Wieder irgendwo anders. Jetzt klingelt gerade die Klingel. Ne, die Klingel, das kann man nicht Klingel nennen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, wir rennen noch mal eben mit hier ein bisschen. Machen einfach einen auf Folgen. Ne, okay. Also jetzt kommt eine neue Fuhre, aber da es gerade geklingelt hat und ich schon ein paar Parts mega überzogen habe und das hier doch noch ein bisschen dauert, sage ich auf jeden Fall jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen. Wir drücken noch mal eben auf Folgen oder auch nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder hier in Azria. Lag. Und da hat sich auch Fraps kurz verabschiedet. Auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.